Diese These ist falsch und schlimm. Alle Menschen haben etwas zu verbergen. Denn etwas zu verbergen zu haben, heißt nichts anderes, als dass man Dinge für sich behalten möchte. Welche Gedanken man hat, wen man besonders toll findet, wen man ganz grauenvoll doof findet, vielleicht eine Krankheit, die man selbst hat oder Eltern oder Großeltern. Das sind vielleicht Sachen, da möchte man nicht, dass andere Menschen das wissen. Und in dem Moment, wo man möchte, dass das nicht jeder weiß oder dass das nicht andere Menschen wissen, hat man etwas zu verbergen. Es ist sinnvoll und normal und gesund, etwas zu verbergen zu haben. Und ich glaube, die Leute, die sagen, sie hätten nichts zu verbergen, die sind entweder dumm oder sie lügen.